Ja, liebe Gäste, Bezirkspokal, Finale 2023, 2024. Begrüßen wir nun die beiden Mannschaften hier auf dem Spielfeld, den TSV Böbingen und die zweite Mannschaft der TSG Hoffenweiler unter Rombach. Herzlich willkommen hier auf dem Sportgelände des TV Neuland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sowieso schon tun, bitte erheben Sie sich nun von Ihren Plätzen zur Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland, präsentiert von dem Musikverein aus Bühler-Zell. Ja, vielen, vielen Dank der Musikkapelle aus Bühler-Zell. Und nun beginnen wir mit den Mannschaftsausstellungen zum heutigen Endspiel um den Bezirkspokal Ost-Württemberg der Herren. Diese werden präsentiert von der AOK Gesundheitskasse Ost-Württemberg und der Kreissparkasse Ostalb. Zunächst darf ich Ihnen die Unparteiischen der heutigen Partie vorstellen. Hauptverantwortlicher Schiedsrichter ist Herrn Marian Schaumkessel vom Kösinger SC. Er wird begleitet durch seine Assistenten Pirmin Phil Frohnmüller vom VfL Gerstetten und Herrn Maurice Schwarzbauer vom SC Geislingen-Steige. Und der TSV Böbingen unter seinem Cheftrainer Stefan Glutzbücher beginnt zunächst mit folgender Mannschaftsaufstellung. Im Tor mit der Nummer 1 Patrick Eichele, die Nummer 2 trägt Maximilian Schneider, die 5 Tommy Lee Teuergarten, die Nummer 6 Yannick Leonbacher, die Nummer 8 Luca Lagobucci, die Nummer 10 Niklas Knödler, die 13 Valentin Sachsenmeier, mit der Nummer 28 Spielführer Manuel Ecker, die 36 Benedikt Sachsenmeier, die 48 trägt Kai Nagler und mit der Nummer 99 spielt Yannick Kramer. Der TSG
Hoffenweiler unter Rombach 2 beginnt mit folgender Aufstellung unter seinem Cheftrainer Christoph Matz. Im Tor mit der Nummer 26 Yannick Rösler. Die 5 trägt Yannick Siegloch. Die 6 Hannes Tischer. Die 7 Max Tischer. Die Nummer 9 Tim Kromer. Die 10 Yannick Weiland. Mit der Nummer 11 spielt Maximilian Blum. Die 19 Luca Siegloch. Die 23 Aaron Kressle. Mit der Nummer 27 spielt Spielführer Max Rieger. Und die Nummer 34 trägt Luca Weiland. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, liebe Fans, unterlassen Sie bitte vor, während und auch nach dem Spiel das Abbrennen von Pyrotechnik. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Bezirkspokalfinale hier in Neuschwanberg zwischen dem TSV Böbingen und der TSG Hoffenweiler unter Rombach 2. Thank you.
Thank you.
Ich muss sagen, mein Kreis, ja, ich bin schon einmal.
Thank you.
Dankeschön. Ganz kurz zur Information, sollte es nach Abpfiff immer noch 0:0 oder eben unentschieden stehen, wird zweimal 15 Minuten nachgespielt. Ende der regulären Spielzeit nach 90 Minuten steht es zwischen dem TSV Böckingen und der TSG Hoffenweiler unter Rombach 2 0:0. Wie gesagt, jetzt folgen gleich zweimal 15 Minuten Verlängerung. Thank you.
Yeah.
Ja, liebe Fans des TSV Böbingen, bitte unterlassen Sie das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. Vielen Dank. Bitte das Abbrennen von Pyrotechnik unterlassen. Dankeschön. Jawohl! Da kommt der Nummer 34 gerade der Bayern. Geführt von unserem Herrn Martin Kirsch von der AOK Gesundheitskasse aus Württemberg, dann von der Frau Julia Landgraf-Schmid vom Sportkreis Ostalb und zusammen mit unserem Bezirksvorsitzenden Herrn Jens-Peter Schuller. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die freundliche Unterstützung von der AOK Gesundheitskasse Ostwürttemberg und von der Kreissparkasse Ostalb für die Unterstützung. Man darf betonen, das Pokalendspiel der Herren wird auch vom WFV mit 1.000 Euro bezuschusst. Der Sieger der heutigen Partie, der TSV aus Böbingen, erhält 750 Euro und der Unterlegene, die TSG Hoffenweiler und Rombach 2, erhält 250 Euro Prämie. Der Bezirkspokalbeste aus der Kreisliga B erhält 100 Euro. Ja, die Mannschaft der TSK Türkgücü Schwäbisch Gmünd. Es ist wohl ein Vertreter da. Herzlichen Glückwunsch, Bezirkspokal. Bester, die TSK Türkgücü Schwäbisch Gmünd. Und dann machen wir an dieser Stelle auch gleich weiter. Eine ganz große Ehrung gilt unseren Unparteiischen der heutigen Partie, unserem Schiedsrichtergespann
unter der Leitung von dem Schiedsrichter Herrn Marian Schaumkessel vom Kösinger SC, begleitet von seinen Assistenten Herrn Tomin Föhl-Frohnmüller vom VfL Gerstetten und Herrn Maurice Schwarzbauer von der SC Geislingen-Steige. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Unterstützung beim heutigen Spiel. Und anschließend geht es dann auch gleich weiter nach einem sehr, sehr ausgeglichenen Spiel. 90 Minuten plus Verlängerung, des Elfmeterschießen musste es entscheiden. Dann leider doch knapp unterlegen. Trotzdem einen herzlichen Glückwunsch zum Finaleinzug gilt der TSG Hoffenweiler unter Rombach. 2, herzlichen Glückwunsch. Ja, und nochmal einen herzlichen Glückwunsch, Gratulation der TSG Hoffenweiler unter Rombach 2. Zusätzlich auch noch die Pokalbestenurkunde natürlich aus ihrer Spielklasse erhalten. Und jetzt geht's weiter. Bezirkspokal Ostwürttemberg. Saison 2023-2024. Wir haben einen Gewinner und das ist die TSV aus Böhmingen. Herzlichen Glückwunsch! Thank you.
Ja, liebe Gäste, der Fußballbezirk Ostwürttemberg bedankt sich bei allen Sponsoren, Zuschauern, teilnehmenden Mannschaften und allen, die dazu beigetragen haben, dass die Endspiele stattfinden konnten. Vielen, vielen Dank. Und jetzt noch ein kleines Schlusswort. Bitte schön, lieber Roland. Wir haben jetzt ein hervorragend spannendes Endspiel gesehen um den AOK-Pokal Ostwürttemberg. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite und vom Bezirk an den Sieger TSV Böbingen. Hier ist der Pokal, der Wimpel für den Pokalsieger. Bitte der Spielführer nach vorne. Glückwunsch. Bezirk. Halt der Pfeife. Der Bezirk möchte ich recht herzlich auch beim Ausrichter TV Neuler bedanken für die hervorragende Ausrichtung der beiden Endspiele. Es war super alles hergerichtet. Vielen Dank an den Organisator Tobias Emer und sein Team. Den Mannschaften wünsche ich noch einen schönen Abend, den Zuschauern einen schönen Nachhauseweg. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Jahr. Thank you.
Pokalsieger! Er ist Pokalsieger! Er ist Pokalsieger! Ausrufezeichen! 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 Ausrufezeichen!